Einfach nur im Gespräch bleiben? Bricht er bewusst mit dem Stil früherer Nationalratspräsidenten? Hört er einfach gern den Applaus von ganz rechts? Oder redet Martin Graf manchmal halt schneller, als er denkt? Am besten, wir fragen ihn einfach selbst. Der viel kritisierte dritte Nationalratspräsident ist gleich live im Reportstudio zu Gast. Zuvor aber fasst Robert Gordon zusammen, wie viel Wirbel Martin Graf bisher schon ausgelöst hat. Ein hoher Repräsentant des österreichischen Staates, mitten unter Vertretern des rechten Randes der Gesellschaft. Ich bin stolz, ein Aushängeschild des rechten akademischen Lagers zu sein. In seiner Doppelfunktion als Aushängeschild und Staatsrepräsentant sorgt Martin Graf immer wieder für Aufregung. Zuletzt mit einem Thema, das unter deutschnationalen Burschenschaftern seit Jahrzehnten zur Folklore gehört. Tirol müsse vereint werden, trotz Autonomie und offener Grenzen. Heil Südtirol, Heil Südtirol, möge leben. Einen dritten Nationalratspräsidenten, der zugleich Mitglied in schlagenden Verbindungen war, gab es schon früher. Aber Wilhelm Brauneder ist nie durch einschlägige Äußerungen aufgefallen. Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Als Zeichen der Überparteilichkeit legte er die Schleife der Freiheitlichen ab, bevor er auf dem Präsidium Platz nahm. Damals noch neben Heinz Fischer und Heinrich Neisser. Dann haben wir wenigstens am Beginn. Bisher sind Angehörige des Nationalratspräsidiums kaum durch extreme politische Äußerungen aufgefallen. Und das Hickhack politischer Tagesthemen hat man den Kollegen unten im Plenum überlassen. Sie können sich von den Themen nicht fernhalten. Nur andererseits würde ich davor warnen, eine Einstellung zu haben, dass man glaubt, man muss seine Klientel bedienen mit Äußerungen. Und das ist ja offensichtlich auch die Ursache der letzten Vorfälle gewesen. Also ich glaube, das kann nicht die Aufgabe sein, seine Klientel zu bedienen. Das ist genau der Punkt, wo jeder, der im Präsidium des Nationalrates sitzt, ein bisschen strengere Maßstäbe an sich anlegen muss. Im Oktober vergangenen Jahres wird Martin Graf zum dritten Nationalratspräsidenten gewählt. Ich bedanke mich für das große Vertrauen und nehme die Wahl gerne an. Graf wiederholt nach seiner Wahl die Geste seines Parteifreundes Brauninger nicht. Und als hochrangiger Repräsentant der Demokratie zeigt er nicht die übliche Zurückhaltung. Ganz im Gegenteil. Er sendet ständig Botschaften an seine rechte Klientel und provoziert Eklat um Eklat. Ariel Musikant, den Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde, bezeichnet Graf in einem Zeitungsartikel implizit als Ziehvater eines angeblichen antifaschistischen Linksterrorismus und lehnt einen antifaschistischen Grundkonsens ab. Ja, ich war bisher der Meinung, dass es diesen antifaschistischen Grundkonsens gibt. Wenn das nicht mehr der Fall ist, so muss man die Diskussion, glaube ich, mit aller Offenheit führen. Wobei ich eines sagen möchte, mir ist unter den Äußerungen des dritten Nationalratspräsidenten diese Äußerung über Südtirol unangenehm aufgefallen. Ich halte sie auch für unglücklich und für völlig deplaciert. Nur das ist nicht das, was mich zu einer Rücktrittsforderung bewegen würde. Viel gravierender erscheinen mir alle diese Vorfälle, und es waren ja einige, dieses Ausflippen nach rechts. Da passt auch ins Bild, dass Grafs Mitarbeiter bei einem einschlägigen Internetversand eingekauft haben. Der Chef machte seinen Burschen so lange, es ging die Mauer. Dass ein Gesetz, das die Abwahl von Nationalratspräsidenten erlaubt, noch immer fehlt, liegt an der ÖVP. Ich verstehe nicht ganz, dass man sich dagegen wehrt, weil es ja eigentlich in einer Demokratie etwas Selbstverständliches ist, dass man durch Wahl in ein Amt berufen wird und durch Wahl wieder vom Amt abberufen werden kann. In den verschiedensten Formen auch. Der Bundespräsident kann durch eine Volksabstimmung in Österreich abgesetzt werden wieder. Also das ist eine Selbstverständlichkeit und ein ganz wesentliches Element der Demokratie. Ich bin durchaus dafür, dass man die Abwahl der Präsidenten des Nationalrates vorsieht. So wie eine Sitzung des Raumkomitees laut ausgegebenem Zeitplan statt. Die Sitzung ist geschlossen.